Ja, wir sind alarmiert worden, Brand in einer Biogasanlage. Und wir sind dann rausgekommen und da hat sich der gesamte Vierganghof schon im Vollbrand befunden. Wie haben Sie die Löschmaßnahmen dann gestaltet, beziehungsweise um was für einen Hof hat es sich da gehandelt? Sind da Personen in Gefahr gewesen, sind Tiere in Gefahr gewesen? Der Hof ist unbewohnt gewesen. Wir haben da sofort die Auskünfte gekriegt. Und wir haben dann mit den Feuerwehren, die da sehr schnell vor Ort waren, die haben teilweise vorher sogar schon alarmiert gewesen. Und wir haben das sofort im Zangenangriff mit Windrichtung gemacht, dass wir von der Ost- und Westseiten, Nordseiten angreifen kann. Wobei wir die ersten Löschmaßnahmen haben sie rein auf das beschränkt, dass da kein Übergreifen auf die umliegende Wald und Flur besteht, weil das Bauernhaus selbst so nicht mehr zu retten war. Und die Löschmaßnahmen haben wir dann intensiviert, nachdem die Löschleitungen gestanden sind. Was für Maßnahmen werden jetzt noch getroffen? Ja, jetzt geht es darum, dass wir haben jetzt noch Gasflaschen in Sicherheit gebracht, die noch in Räumlichkeiten drinnen waren. Und jetzt geht das Ganze auf das, dass die Brandursachenermittlung frühmorgens dann kommen soll. Und sobald uns dann die Brandstelle freigegeben wird, wird sich dann das Ganze mit der Räumung der Brandstelle beschäftigen. Das wird sich dann natürlich nur über den Tag hinziehen.